Wir sind ja in Bremen und Bremen ist ja die Stadt der Stadtmusikanten. Und ich habe gerade gesehen, die Stadtmusikanten sind wirklich ganz in der Nähe und ich vermute, wir hören uns auch heute zu. Die Stadtmusikanten, die Geschichte der Gebrüder Grimm ist ja zumindest in meiner Generation noch sehr bekannt. Es geht um ein Team, das in einer Krise war und sich überlegt hat, wir machen uns auf den Weg und gestalten noch etwas zusammen. Wir nutzen unsere Kollegialität, unsere Synergien. Und wir machen etwas Tolles aus unserem Leben, wir suchen uns einen neuen Sinn. Diese Geschichte hat mich immer sehr fasziniert und in meiner Gründung 1986, als ich, meine erste Firma gegründet habe, Harisch und Partner, da war das mein Logo und mein Slogan hieß Gesund in Führung. Resilienz sagt man heute zu dieser Fähigkeit, Widerstandskraft aus Krisen gestärkt hervorgehen. Das ist ein sehr populäres Thema gerade und ich habe sehr viel damit gearbeitet, in Firmen, in Teams. Und um das mal deutlich zu machen, wie das funktioniert, stellen Sie sich mal vor, es gibt ein Gummiband und dieses Gummiband, wie dieses an meiner Hand, das wird ständig auf Spannung gebracht. Es gibt Belastungen, es gibt Anforderungen und ich nehme mal an, dass es Ihnen nicht anders geht als mir, ist manchmal ganz schön viel, was wir bewältigen müssen. Wenn das Gummiband wieder in die Ursprungsform zurückgeht und in Balance geht, dann kann es auftanken, sich entspannen und ein bisschen Kraft schöpfen. Viele Menschen haben mittlerweile diese Möglichkeit oder diese Fähigkeit verloren, wieder zurück in diese innere Balance zu kommen. Das Thema Resilienz wird in der Regel in den Büchern sehr oft ausgeführt im Zusammenhang mit Säulen von Resilienz. Es gibt unterschiedliche Säulen. Eine Säule ist raus aus der Opferrolle, so wie die Bremer Stadtmusikanten, die auch aus einer Opferrolle rausgegangen sind. Ein anderer Aspekt ist das Thema Sinn. Dieses Thema Sinn hat mich sehr beschäftigt. Ich fand es interessant, auch in Unternehmen oder für Unternehmen. Und ich habe, nachdem ich mich sehr stark mit der individuellen Resilienz von Menschen beschäftigt habe im Unternehmen, mich beschäftigt mit der unternehmerischen Resilienz. Was hält denn eigentlich Unternehmen widerstandsfähig? Wie machen die sich stark? Und mein Eindruck war, es braucht so etwas wie ein Spürbewusstsein. Es braucht eine innere Wahrnehmung für den Sinn, für den Grund des Daseins, für die eigene Mission. Ich rede jetzt etwas gegen den Regen an. Und ich habe mir dann überlegt, es ist wichtig, diese Räume des Gewahrseins oder der Reflexion, warum tue ich bestimmte Dinge oder wofür steht mein Unternehmen, diese Räume in Unternehmen auch zu schaffen. 2013 kam der Begriff Feelgood Management auf und Feelgood hört sich erstmal sehr schön an. Wer möchte sich nicht gut fühlen? Ich war etwas entsetzt als alte Feministin, dass ich da junge Frauen sah, die Kickertische aufstellten und kochten und ein Popcorn ausstellten. Ich wollte dieses Thema anders besetzen. Und ich wollte das Thema so besetzen, dass da eher am Ergebnis etwas kommt wie viel Sendgut-Management. Und das hat mich dann, als ich eigentlich schon dachte, ich gehe in Ruhestand, habe ich gedacht, ich mache nochmal ein Institut auf und das nenne ich Institut für Wertekultur in der Wirtschaft und kreiere eine Ausbildung für diese Feelgood-Management. So ist es jedenfalls angefangen. Herausgekommen ist dann aber, dass ich gedacht habe, nee, ich brauche ein ganzheitliches Konzept. Und dieses Konzept ist das House of Feelgood. Das ist immer wieder sehr schwierig zu vermitteln, was es ist. Ich werde immer wieder falsch verstanden und habe immer bei mir die Hoffnung, dass es doch irgendwann jemand erklären kann, was ich meine. Es basiert unter anderem auf Resilienzforschung. Im Zentrum ist ein Werteprofil mit vier Werten. Gesundheit, Partizipation, Sinn und Wohlbefinden. Und es geht darum für mich, in Unternehmen einen partizipativen Prozess anzustoßen, wo man Kultur nicht ändert, Kultur kann man eh nicht ändern. Aber man kann sie bewusst machen. Man kann Räume schaffen, indem man sich bewusst macht, welche Stärken habe ich, für was sind wir da, was ist die ursprüngliche Mission, was macht das Ganze für einen Sinn, auch in meinem Leben, und ist das für einen Sinn, den ich jetzt in diesem Unternehmen sehe. Und diese Räume der Reflexion, des Gewahrseins, diese sicher zu halten, die zu initiieren, so verstehe ich meine Rolle. Nicht als Missionarin, nicht als Besserwisserin, sondern eher als diejenige, die solche Räume anregt und zu experimentellen Dingen einlädt.
ich werde das weitermachen. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, um nochmal am Ende meiner Berufstätigkeit das alles zusammenzufassen. Und ich wünsche mir sehr, dass Sie es verstehen und wir alle gemeinsam aufbrechen zu neuen Ufern und neue Wege gehen, wenn uns Dinge nicht passen und aus dieser Opferrolle rauskommen und aktiv gestalten. Vielen Dank.